Runde zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des KSC morgen um 18.30 Uhr bei Hannover 96. 700 Fans begleiten den KSC dorthin. Das sind die Infos von mir vorab und die sportlichen Infos gibt es von Christian Eichner. Guten Morgen nach draußen. Ja, nachdem wir letztes Wochenende endgültig dann auch rechnerisch unser Saisonziel erreicht haben, ja, erhoffen wir uns natürlich jetzt die letzten drei Spiele nochmal so aus einer geistigen Freiheit heraus, dass du nicht mehr diesen Gedanken an die Tabelle haben musst, beziehungsweise an die Punkte und an dein Saisonziel. Daraus eine gewisse Freiheit, die ich mir wünsche, dass wir die auf dem Platz erkennen können, dass die Jungs mit Spaß und mit Freude an die Sache rangehen in Hannover, dass sie aber auch zugleich die Attribute mitbringen, die sie ja die letzten Monate insgesamt ausgezeichnet hat, dass es sich unangenehm anfühlen wird oder anfühlen soll gegen uns. Und das gepaart mit dieser von mir angesprochenen, hoffentlich geistigen Frische und oder auch Freiheit, egal wie man es nennen möchte, ja, erhoffe ich mir schon, dass wir eine richtig gute Leistung auf den Platz bekommen und hoffentlich dann auch dafür dann am Ende eine Belohnung bekommen werden. Personell ist es so, dass wir jetzt die fünften gelben Karten Schritt für Schritt abarbeiten am Ende. Nachdem jetzt in Hamburg Philipp Heise gefehlt hatte, ist es jetzt so, dass Philipp Hofmann fehlen wird in Hannover. Und ansonsten ist es vom Personal her so, dass wir auf Daniel O'Shaughnessy verzichten müssen, der ja, sich nach wie vor noch nicht ganz so rund fühlt im Kopf. Und ja, dazu kommen die Jungs nach wie vor wie Leon Jensen, Lukas Cueto, Sebastian Jung, ja, die eigentlich jetzt auch schon die letzten Wochen genannt wurden, sodass wir ja, morgen sicherlich auch den ein oder anderen Spieler aus der Akademie mit auf dem Spielberichtsbogen finden werden. Das ist auch eine gute Geschichte. Vielen Dank, dann sind wir bei euren Fragen aus der Runde. Gerne per Videochat, ansonsten im schriftlichen Chat. Marius Bücher macht dort den Anfang. Beim Gegner gibt es gerade Unruhe in Bezug auf die Trainerfrage. Glaubst du, dass sich diese auch auf das Spiel auswirken wird und mit was für einem Gegner rechnest du generell? Als einer der Mannschaften, ohne jetzt da einen harter Vergleich zu ziehen, das sind ja immer wieder unterschiedliche Voraussetzungen, vielleicht ähnlich wie Fortuna Düsseldorf, die von ihrem Potenzial und von ihren Möglichkeiten einfach in eine ganz andere Tabellenregion gehören. Letzten Tage oder zwei Wochen speziell hat man schon mal gesehen, wenn ich sehe, was alles kursiert an Namen beziehungsweise auch an Möglichkeiten, was man so aus der Ferne wahrnimmt, dass der Club ja schon das Ziel hat, wenn sie dieses Jahr in der Liga dann auch final den Klassenerhalt irgendwie erreicht haben, da brauchen sie jetzt auch noch den einen oder anderen Punkt, dass sie nächstes Jahr wieder richtig angreifen wollen. Und das zeigt ja nur, was für Möglichkeiten in Hannover bestehen. Aktuell, ob das jetzt die Trainerfrage in irgendeiner Form Einfluss auf die Leistung der Mannschaft hat, das kann ich nicht beurteilen. Ich erwarte einen Gegner, der weiß, um was es geht. Der weiß, dass er die Punkte noch benötigt, um dann auch die Klasse rechnerisch auch halten zu können. Und deshalb erwarte ich eine Mannschaft, die voll auf Sieg spielen wird, die große Individualisten auf dem Platz hat und ja, versuche immer wieder die Erinnerung ans Hinspiel zu rufen, bei dem wir, glaube ich, gerade in der Anfangsphase gesehen und gespürt haben, was für eine Qualität auf der anderen Seite steht. Und dann nimmt aber ein Spiel mal einfach so einen Verlauf, wie du es einmal auf deiner Habenseite pro Jahr hast und zumeist auch einmal gegen dich hast, dass du dich als Trainer eigentlich irgendwann mal hinsetzen kann und du weißt, das Ding ist wahrscheinlich in die jeweilige Richtung dann auch gelaufen. Das hatten wir im Hinspiel und dennoch gab es immer wieder ein paar Gelenkstellen in diesem Spiel, wo diese Partie auch nochmal eine andere Richtung hätte gehen können. Und deswegen wird es ein sehr interessantes Spiel morgen und der Fokus liegt eigentlich bei uns darauf, dass wir eine gute Balance, was das Personal anbelangt, auf den Platz bekommen, dass wir insgesamt eine gute Balance in unser Spiel bekommen und dann glaube ich, dass wir
durchaus Möglichkeiten bekommen können, wenn vielleicht auch der Kopf beim Gegner oder wenn wir in den Kopf des Gegners reinkommen können, in Form durch eine gute Leistung, in Form dann auch die Tabelle mit ins Spiel zu bekommen beim Gegner, dass wir hoffentlich da auch was Zählbares mit nach Karlsruhe bekommen werden, auch wenn wir uns über die Schwere der Aufgabe natürlich bewusst sind. Es kam der Hinweis auf Störgeräusche. Ich habe jetzt mal alle Kollegen stumm geschaltet. Ich hoffe und denke, dass es jetzt besser sein sollte bei uns im Blick in die Technik. Schaut eigentlich alles normal aus. Ansonsten gerne nochmal melden und wir machen mit weiteren Fragen gerne weiter, wenn es denn welche gibt. Nochmal Marius Bücher. Welche Auswirkungen hat die starke Schlussphase gegen Ingolstadt auf die Überlegungen hinsichtlich der Startelf gegen Hannover? Ja, ist einfach ein Spiel gewesen oder eine halbe Stunde oder länger, wie lange jetzt beispielsweise diese vier Wechsel in dem Fall dazu beigetragen haben, das Spiel dann auch fast komplett nochmal zu drehen und die drei Punkte komplett in Karlsruhe zu lassen. Dass wir einfach da wieder ein paar Impulse bekommen haben von den Jungs, die dieses Jahr halt nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Und deswegen hat es mich zunächst mal für die Jungs gefreut. Das, glaube ich, haben wir auch mehrfach betont und auch zu Recht betont. Trotzdem müssen wir immer wieder eine gute Einschätzung haben. Was für eine Situation war das? Was war der Gegner? Was für ein Spiel war das dann auch in dem Moment? Und das gibt jetzt wieder ein komplett neues Spiel. Das müssen wir dann wieder neu bewerten. Wir müssen da eine gute Mischung hinbekommen, weil das grundsätzliche Ziel natürlich darin besteht, noch so viele Punkte wie möglich auf unser Konto zu bekommen. Wir haben jetzt in der Rückrunde sehr, sehr wenig verloren. Wir haben auf der anderen Seite aber auch nicht viel mehr gewonnen, sondern ich glaube schon, dass wir so ein Beispiel sind für die Liga, was die Ausgeglichenheit anbelangt. Und deswegen nehmen wir diese halbe Stunde mit. Wir haben jetzt auch beispielsweise von Kilian Jakob, um den jetzt mal herauszugreifen, haben wir jetzt einfach mal zwei Spiele gehabt mit total unterschiedlicher Gegnernatur. Mal ein richtig guter Gegner mit dem Hamburger SV, mit einem richtig individuell starken Gegenspieler. Und jetzt mal nochmal ein anderes Spiel gehabt, wo wir mehr den Ball hatten, wo wir in der Offensive waren, um diesem Beispiel das herauszugreifen. Und das war einfach für uns Trainer wichtig, aber auch für den Jungen wichtig, da aus jedem Spiel so diese Dinge, die wir richtig gut gemacht haben oder eher individuell, aber auch Dinge, wo wir weiter dran arbeiten werden mit ihm. Und deswegen werden wir das morgen dann einfach komplett neu bewerten. Gucken, was für eine Struktur wir insgesamt im Spiel haben wollen. Und dann werden wir das dann dementsprechend bekannt geben, eine Stunde vor dem Spiel. Hans Fallseher will wissen, was ist mit Marco Thiede? Ist er noch verletzt und ist Marvin Wanicek spielbereit? Marvin Wanicek ist spielbereit. Marco Thiede, den habe ich vorhin jetzt, ich zähle nicht immer jeden auf, aber auch für ihn ist die Runde vorbei. Ich glaube, das haben wir vor zwei, drei Wochen schon mal behandelt. Deswegen zähle ich die nicht immer 1:1 auf. Aber für Marco Thiede ist leider aus Saisonschluss. Und da gehen wir auch kein Risiko mehr ein, auch wenn seine Situation sich jetzt nicht ganz so dramatisch in Summe herausgestellt hat vom Gefühl und deswegen auch konservativ behandelt wird. Und da liegt der Fokus einfach darauf, was ich schon das eine oder andere Mal angesprochen habe, dass wir am Trainingsstart zur neuen Saison einfach alle Spieler, die jetzt raus waren, ob kurz oder lang, dann wieder im Training begrüßen können. Weitere Fragen? Nils Bohl. Stichwort Marcel Franke. Schreibt Nils. Ah. Interessant, Fragezeichen. Guter Innenverteidiger, ja. Antwort von mir. Jetzt bist du auch zu hören, Nils. Falls ja, jetzt geht's. Also meine Frage wäre gewesen, würde der in dein Team passen oder kommt es aus den blauen Wolken? Das Interesse des KSC. Stand es irgendwo? Ja. Okay. Ja, nee, ich lese kaum bis gar nichts.
Das habe ich mir aus meiner Spielerzeit angewöhnt. Manchmal mache ich es aber doch noch, also keine Sorge, ihr müsst euch da gut Mühe geben. Nein, dass wir einen Innenverteidiger suchen, der so ein bisschen das Profil Robin Bormuth abdeckt, das ist, glaube ich, bekannt. Dass wir da was physisch Starkes, Robustes, was ja, auch in der Luft präsent sein kann, suchen. Das ist, glaube ich, bekannt. Das haben wir das ein oder andere Mal auch schon kundgetan. Von mir weiß man, dass ich keine Namen kommentiere, weil das einfach gar keinen Sinn macht. Dennoch finde ich es ein individuell richtig guten Spieler, der bei Hannover ja nicht umsonst jetzt lange Zeit auch jede Woche in der ersten Elf war. Und deswegen, letzte Woche war er verletzt. Jetzt werden wir schauen, ob er morgen wieder dabei ist. Und ja. Moritz Wagner von BahnTV will noch wissen, ist Markus Kuster bei dir als Gersbeck-Vertretung weiterhin gesetzt? Ja, wir haben uns im Trainerteam da jetzt erstmal alle Dinge offen gelassen. Wir haben da jetzt vor 2 Wochen, war das jetzt, glaube ich, nachdem Maikus das erste Mal im Tor stand, einfach mal jetzt mal gesagt, wir bewerten das jetzt mal, die ersten 2 Spiele. Wir haben aber auch noch 1-2 interessante Jungs dahinter. Ist durchaus möglich, dass wir im Laufe der Restsaison da vielleicht auch noch mal jemand anderes sehen werden. Ob das morgen der Fall ist, weiß ich nicht. Und selbst wenn jetzt beispielsweise da nochmal ein Wechsel stattfindet, kann es aber auch durchaus sein, dass Markus Kuster nochmal spielen würde. Da sind wir total ergebnisoffen. Ich lege da immer sehr viel Verantwortung in den Bereich von Markus Miller, weil ich die Torhüter so fachlich auf meine Art beurteile. Und das ist relativ einfach, halten Sie die Bälle. Die fachliche Beurteilung überlasse ich dann dem Experten, weil er jeden Tag an den Jungs dran ist und weil er sich da einfach auskennt, allein aufgrund seiner eigenen Karriere da viel mehr dann auch mitfühlen kann im Tor. Das ist ja eine ganz eigene Spezies und ich konzentriere mich auf die Feldspieler, aber das sind durchaus Überlegungen, die wir schon hatten, als wir wussten, dass Marius Gersbeck jetzt nicht die Runde wahrscheinlich zu Ende bekommen wird mit den Problemen, die er hatte an der Hand. Und ja, da werden wir dann einfach schauen, ähnlich wie auf dem Feld, was morgen Abend passiert. Weitere Fragen, Nils. Ich freue mich. Ja. Ich habe ja gelernt von dir, Christian, beim letzten Mal, dass nicht du alles richtig gemacht hast, sondern die 4 eingewechselten Spieler. Aber wenn die so vieles richtig gemacht haben, hat es dann jetzt einen Einfluss auf ihr Wiedererscheinen im nächsten Spiel? Oder spielt da auch noch der Rest der Trainingswoche jetzt, die du so beobachtet hast, eine große Rolle? Ja, die spielt immer eine große Rolle. Ist natürlich, das ist jetzt keine große Erkenntnis, eine Aufstellung, die sich aus verschiedenen Parametern zusammensetzt, aus der Form, aus der Verfassung des individuellen Spielers, aus logischerweise auch dem kommenden Gegner, der Ist-Situation. Also da kann ich viele Felder aufmachen. Manchmal ist es aber auch ganz einfach. Nochmal, wir sind momentan in so einer Situation, in einer extrem privilegierten Situation, dass wir auch wieder eine sorgenfreie Runde hinbekommen haben, dass wir dadurch unser Ziel auch erreicht haben, dass uns dann insgesamt, was ich mir von der Mannschaft wünsche, diese Freiheit in Anführungszeichen gepaart mit diesem trotzdem vorhandenen ja, Leistungsdruck, den ich mir ja selber mache als Spieler, eine gute Leistung zu zeigen und auch logischerweise noch Punkte drauf zu packen und ein bisschen für den Sommerurlaub. Vielleicht können die Jungs dann, keine Ahnung, bei irgendeinem Anbieter einen Stern mehr klicken. Das weiß ich nicht, das ist ja immer individuell dann ausgehandelt. Aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich auch versuchen, noch die maximale Anzahl an Punkten zu erreichen, weil das hat ja auch ein paar Konsequenzen für den Club hier. Ist ja auch eine komplexe Regelung. Gibt es ja auch, wenn man den ein oder anderen Tabellenplatz besser erreicht, auch vielleicht den ein oder anderen Euro mehr, was ja durchaus ich als Trainer nicht so verwerflich finden würde, was dann die kommende Runde anbelangt. Und trotzdem hast du ja des Weiteren auch noch eine Verantwortung für die Liga.
Das bedeutet, da ist ja auch noch ein Club, der momentan auf dem Relegationsplatz steht, der ja auch ja, eine gewisse Erwartungshaltung an den Karlsruher SC auch noch hegt, weil ja rechnerisch da auch noch was möglich ist, diesen Relegationsplatz noch zu verlassen. Also jetzt haben wir mal so zwei, drei Felder skizziert. Plus natürlich aber auch als Trainer die Überlegung, jetzt hast du auch mal vielleicht die Möglichkeit, den einen oder anderen in einer Situation sehen zu können, wo vielleicht jetzt ja, schon wichtig ist, dass er fehlerfrei durchkommt, logischerweise. Aber man jetzt nicht irgendwie Oberkante hier steht mit dem Wasser, wie man das so schön bildlich darstellt. Und aus diesen verschiedenen Feldern oder Parametern versuchen wir morgen Abend dann eine erste Elf zu bauen. Und nochmal, ich bin überzeugt davon, wenn ich euch bitten würde, mir mal eine Elf zu schicken nachher, und ich bitte euch das nicht, also wenn das falsch ankommt, dann werden wir da vielleicht ein paar spannende Dinge sehen. Und deswegen, ich entscheide es am Ende. Ich muss es ja auch begründen und bewerten. Und wir werden schon darauf achten, dass wir da morgen eine richtig gute Mischung auf den Platz bekommen, die wir dann für richtig empfinden. Ob das jetzt beispielsweise die Viererkette ist, die letzten Freitagabend das Spiel beendet hat, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen, und da müssen wir einfach schauen. Es wird nicht jeder am Ende wieder glücklich sein, aber ja, das ist dann meine Aufgabe. Du würdest schon unterschreiben, dass, also mir ging es so, dass mit diesen vier Mann da irgendwie ein bisschen frischer Wind kam und dass diese Jungen unbeschwerter oder leichter, wie auch immer du es ausdrücken willst, gespielt haben als ihre Vorgänger an dem Tag. Das ist richtig, ja. Deswegen habe ich ja auch reagiert. Ich versuche immer zu wechseln. Das ist ja auch immer so etwas bei den Trainern, der wechselt spät oder der wechselt gar nicht oder der wechselt zu früh. Naja, man muss sich das immer im Klaren finden. Ein Wechsel, also nur, dass man mal mein Hirn versteht, ein Wechsel sollte ja das Ziel haben, das Spiel zu verbessern. So ist zumindest meine Intention. Und das kann manchmal aber auch sein, dass jemand gut gespielt hat, er aber körperlich auf ist. Dann bringe ich jemand anderes rein, wo ich dann weiß, dadurch kriegen wir wieder einen Mehrwert. Aber wenn ein Spiel gut läuft, steht 1-1, und da kann auch mal sein, ich wechsle nicht. Also, und jetzt war letzte Woche einfach das Gefühl, dass wir, ja, dass der ein oder andere vielleicht mir den Eindruck gemacht hat, boah, ich komme heute nicht mehr rein, oder ich war noch gar nicht drin. Das gibt es ja auch mal. Und dadurch nicht auch so stückchenweise gewechselt, sondern einfach mal gesagt, so jetzt machen wir mal was vielleicht nicht so normal ist, um nochmal so ein, oh hoppla, was machen die jetzt da draußen, die zwei, nochmal so ein Hallo-Wach-Effekt reinzukriegen. Und trotzdem müssen wir so ehrlich sein, es gab ein paar Minuten später eine Riesenchance von Ingolstadt. Wenn der Kollege den Mitspieler trifft oder vielleicht selber abschließt, dann steht es 0-3. Dann ist dieser super Vierfachwechsel, bevor er gegriffen hat, vielleicht auch schon wieder verpufft, ohne dass die Jungs was dafür konnten. Also das müssen wir auch realistisch einschätzen. Und trotzdem ist es mir einfach auch wichtig, immer wieder zu betonen, das war natürlich schon eine besondere Situation. Wir sind dann all-in gegangen. Wir haben, glaube ich, das Spiel war nur noch in der Hälfte vom Gegner. Das war gut von den Jungs, aber wir müssen trotzdem auch immer wieder wissen, wie kam das zustande. Und da gab es einfach ein paar Parameter, die das Ganze dann noch unterstützt haben. Und ja, deswegen schauen wir, was morgen Abend dann da möglich ist. Und müssen ein paar Dingen trotzdem auch Tribut zollen. Also braucht sich keiner Sorgen machen wegen den jungen Spielern. Wenn die Jungen sich das verdienen und wenn das passt, dann werden die bei den beiden Trainern ihre Chancen bekommen. Ich glaube, das haben wir oft genug gezeigt. Und trotzdem müssen wir da immer wieder eine gute Mitte finden. Weitere Fragen? Chat ist beantwortet, Hände sehe ich auch keine mehr. Dann vielen Dank für die Teilnahme und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen, schönes Wochenende schon mal.